So, wir sind zurück bei Unity 2. So, ich habe jetzt versucht, die zu töten. Mehrmals. Keine Chance. Ich will jetzt versuchen, hinterzugehen. Einen Schlüssel zu holen, damit wir die Truhe hier öffnen können. Hier steht noch irgendwo eine Truhe rum. Und da müssen wir schauen, ob wir hier rauskommen, ohne dass wir uns mit denen anlegen müssen. Die holen wir uns dann später. Wirklich gut Alter, gemacht. ich kann ihn seine hässliche Drecksfresse Die nicht alte mehr sehen. Hexe wollte die Halle der Seelen nicht für mich öffnen. Aber es scheint so, als würde ich sie endlich finden. Deine Mühen sind vergebens, Drache. Krieg kann nicht verhindert werden, nur verzögert. Sieh endlich ein, dass du nichts erreichen kannst. Das Publikum wartet und das Spiel wird bald beginnen. Aber als erstes werde ich den Bauern vom Brett entfernen, der meinen Angriff blockiert. Lebe wohl. Es war mir eine Ehre. Fick dich. Scheiß arrogant, die Unterton von denen geht mir tief am Sack. Wie gerissen von Damian zu lauschen. Aber wir werden diejenigen sein, die obsiegen. Wir kommen der Halle der Seelen immer näher. Werden wir schon sehen, wer hier siegt, ne? Wo sollen wir jetzt hier rauskommen? Kreatur lenkt die gut ab. Kotzt mir aber bloß an, dass die Fernangriffe benutzen können. Rüstung des Skorpions. Das ist. Sind doch ernst, jetzt sind wir auch noch überladen. Was soll denn der Scheiß? Diverses zum Drachenturm. Hübsch. So, die können wir nicht brauchen. Die sind jetzt schon besser wie unsere, wa? 4, 4, 12, 16. Die haben 1, 2, 9. Jetzt müssen wir noch einen Bonus kriegen, weil die Halskette von dem haben. Von 30. Jetzt kriegen wir noch eine bessere Head. Speichern wir, wir können nämlich hier auch im Kampf speichern. So. Bleibt nichts anderes übrig als abzuhauen. Problem ist, dass die Fallen, das haben wir ja letztes Mal schon ausprobiert, dass uns die auch nichts helfen. Werden wir die nutzen? Wir sind ja einfach zu schwach. Schauen wir mal, wie weit die uns folgen. Ich sehe auf jeden Fall keine Gegner mehr. Jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig, ob die kommen. Scheinbar haben wir sie abgehängt. Okay, wir werden uns da. Die werde ich irgendwie so mal besiegen. Wenn wir noch ein, zwei Level haben. Werde ich mit meiner Kreatur nochmal anrücken. Das war das einzige Möglichkeit. Ich habe es jetzt mehrmals probiert. Hab dann sogar schon mal einen Tod gehabt, aber. Keine Chance. Wir tun uns gegen einen schon saumäßig schwer. Wir müssen diesen Tod. Diesen Tötungszauber. Diese Fähigkeit, dass wir mit gewissen Prozentzahlen töten können. Müssen wir auf jeden Fall vorantreiben. Die Fertigkeit 3, die ist erst, hat erst Level, hat erst 16%. Müssen wir Minimum auf 20% hochdrücken, vielleicht sogar auf 30. Dass der Zauber wirklich effektiv wird. Dann könnten wir auch gegen übermächtige Gegner kämpfen. Kombination mit unserem 1000-Hieb-Angriff. Und wenigstens kommt man es schaffen, dann können wir von denen abhauen. Das ist schon mal eine Geschichte. Jetzt hätten wir echt ein Problem gehabt, wenn wir dann nicht wegkommen werden. Hier kann so. Ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. Uns heißt jetzt trainieren. So, wir haben ja von den Fertigkeitenpunkte gekriegt. 3 Stück sogar, das war richtig geil. Wenn wir hier einen investieren, dann einen Leben. Und hier ist Drachenzorn. Wo in der Umgebung ein Magiefeld rumlässt, damit das Schaden drückt. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. Ich wäre fast dafür, die Flammkugeln noch ein bisschen aufzubessern. So, jetzt wäre unser nächster Ort Flussheim, mit dem wir aufbrechen müssten. Und uns hier noch ein bisschen rumschlagen, einfach noch ein bisschen zu leveln. Wir müssen hier rum, weil wir hier
bei der Abzweigung stehen geblieben sind. Vielleicht geistern hier sogar noch ein paar Gegner rum. So. Ist nicht der richtige Ort. Erwache, mein Tierchen. So. Ah ja, zwei von denen. Selbst die halten relativ viel aus. Jetzt kann ich die Hähnchen da raus tun. Und kann die Umarmung der Schatten wieder reinhauen. So, jetzt sind Schützen. Häuptling als Schütze. Interessant. Okay, ihr seht jetzt schon, die Schützen können jetzt auch heilen. Ja, die Heilungsfähigkeit, die wird dann immer... Die haben dann immer mehr Gegner. So, und hier unten, hier können wir uns auch nicht mehr in den Drachen fahren in dem Feld. Okay. So, ein Level ab bringt uns noch nicht viel. Mindestens zwei, drei Level vor dem haben, vielleicht sogar noch... Noch nicht. Mal, jetzt hat uns die auch schon unterbrochen. Und ein paar stärkere Waffen wären auch cool. Also ein bisschen Waffen-Upgrade bräuchte man für die Gegner. Ein bisschen Rüstungs-Upgrade. Wir brauchen allgemein besseres Zeug. So, dann können wir wenigstens den Quest hier für die Hermosa noch erledigen. Da sollten wir noch eine Ding abgeben für sie. Eine Halskette, das wird uns auch noch mal ein paar Erfahrungspunkte bringen. Und wir könnten, wir würden noch einen Fertigkeitenpunkt kriegen. Das wäre very nice, wäre das. Da müssen wir rein. Und wir müssen hier noch einen anderen Quest annehmen. Hier oben haben wir dann noch so, sagt das Kopfgeldaufträge, müssen wir noch annehmen. Da müssen wir, glaube ich, sogar schon einen besiegt haben. Schauen wir mal. So. Perfekt, ihr habt Söldnerblut in euch, ganz sicher. Ich habe da ein Problem mit ein paar Trollen und ich zahle gut. Lasst uns also ins Geschäft kommen. Ich helfe den Champion von Arok gerne. Genau das wollte ich hören. Hört mir zu, gestern kam ein Mann aus Hohenzell angerannt und behauptete, dass die Siedlung von Trollen angegriffen würde. Ich habe einen meiner besten Soldaten, Quintus, hingeschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Geht nach Hohenzell und kümmert euch um die Sache. Ich fürchte, die Lage könnte ernst sein. Macht euch keine Sorgen, Leute. Ich habe mich schon um die Sache gekümmert. Gut gemacht. Eine Sorge weniger, auch wenn es die kleinste Sorge in aller Rot war. Wie geht es Quintus und seinen Männern? Sie werden ja eine Weile Trubel aus dem Gesicht wischen müssen, aber sonst geht es ihnen gut. Das freut mich zu hören. Hier nehmt diesen Beutel Gold. Ihr könnt es für Glücksspiel, Wein und wen auch immer ausgeben, wie es euch beliebt. Ein Glückspilz seid ihr. Juhu! Erinnerst du dich an die Trollprobleme, so, von denen ich sprach? Oh ja, Quintus hat sich darum gekümmert, oder? Wenn nicht, wäre er kein besonders guter Champion. Fairerweise sollte man aber erwähnen, dass ein Drachentöter mitgeholfen hat. Ja, fairerweise. Seid willkommen im Hafen. Kann ich euch irgendwie helfen? Gibt es etwas, was ich für die Champions tun kann? Aber klar. Wo ist noch einmal mein Versteck? Ich glaube, in der Ecke bei den großen Pilzen. Bei all den großen Problemen, die wir haben, können wir niemanden für die Suche nach ihnen entbehren. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja darum kümmern. Geht mit dem Göttlich. Das war jetzt diese Kopfgeldaufträge. Hattet ihr Glück bei der Suche nach... Geht mit dem Göttlich. Ja, wir haben doch, glaube ich, schon so einen gehabt. Gesucht. Wenn ihr einen der folgenden Schurken tötet, bringt seinen Strahl, bringt seine Maske, bringt seine Maske als Beweis. Haben wir doch alles schon. Bringt seinen Hals, bringt seinen Ring, bringt seinen Strahl, bringt seinen Ring. Ihr geht fort. So, jetzt nimmt er das wahr. Hattet ihr Glück bei der Suche nach diesen Halunken? Ich habe Altik getötet. Hier ist seine Maske. Sehr gut. Das Gold habt ihr euch redlich verdient. Bringt mir die persönlichen Gegenstände dieser Halunken. Mehr Erfahrungspunkte. Very nice. Und das geht. So ähnlich wie das vom... was wir im Trümmertal erledigt haben. Alter, die Handschuhe waren mächtig. Das wollte ich jetzt. Genau, das wollte ich.
Die steigt nämlich immer um 3%. Da müssen wir noch ein paar Punkte reinsetzen. So. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ich weiß nicht, wofür der war, aber es ist auf jeden Fall ein Schlüssel drin. So, hier haben wir noch ein bisschen was zum. Da können wir nicht hin. Kettendrachenschweifstück. Das ist mir komplett neu. Hübsch. Episch. Und innerhalb von einer. Tu einfach mal den Ring ran, der episch ist. Seid gegrüßt, Reisender. Ich wünschte, die Umstände würden es erlauben, dass euch die Champions dieser Festung herzlicher willkommen hießen. Ich glaube, es wird euch interessieren. Die Träubling in Hohenzell ist Geschichte. Ja, Leutnant Brutus hat mir davon berichtet. Quintus und sein ganzer Trupp wären verloren gewesen, wenn ihr nicht aufgetaucht wärt. In euren Adern muss wahres Kriegerblut fließen. Was bereitet euch Sorgen? Die Kriegstrommeln der Goblins haben den Soldaten Tag und Nacht keine Ruhe gelassen. Ja, und weiter? Dieser bösartige Abschaum hat es sogar gewagt, die Festung und den Hafen hier anzugreifen. Und das alles, weil ihr Anführer Svadilfari sich vorgenommen hat, alles Menschliche in den Orobas-Fjorden zu vernichten. Wie viel würdet ihr mir für seine Mordung bezahlen? Der Preis auf seinem Kopf ist nicht geringer als eine Kiste voller Gold. Das höchste Kopfgeld, das die Champions je ausgeschrieben haben. Eine ganze Kiste? Dann ist er schon so gut wie tot. Ha, mir gefällt euer Enthusiasmus. Ihr werdet aber gegen das ganze Dorf kämpfen müssen, um zu ihm durchzudrängen. Dennoch hoffe ich, dass ihr Erfolg habt. Natürlich. Noch einen Tag. Einen schönen Tag, Hauptmann. Noch eine schöne Jagd. Da kann eine schöne Kiste rumliegen. Scheiße. Können wir noch nicht knacken. Mein Rucksack ist schon... Hübsch. Okay. Mein Rucksack ist schon... Ich muss den ganzen Rotz da wegkriegen. Hilft ja nichts. Und fort. Hübsch. Hilft ja nichts. Gerade, dass hier noch irgendwo was Cooles wäre. So, und hier hinten müsste der Typ sein, den wir für die Hermosa da nur belatschen müssen. Grüße, Fremder. Ich bin Morgan, der Hafenmeister. Kann ich etwas für euch tun? Bin hier, um euch diese Halskette zu geben. Aber die gehört Hermosa. Wie hat ihr... Ist sie... Nein, keine Sorge, aber sie wird nicht zurückkehren und wollte, dass sie das bekommt. Ich wusste immer, dass ich nie eine Chance bei ihr hatte. Kein Mann hat die. Aber sie ist viel zu anständig, als dass sie mich hinhalten würde, was sie ohne weiteres könnte. Ich nehme an, ihr werdet sie wiedersehen. Dann gebt ihr dieses Buch. Sie hat lange danach gesucht und ich habe es schließlich gefunden. Hat noch einen schönen. Ja, das Buch ist recht wichtig, weil mit dem kann sie unsere Ding verbessern. Unsere Ausbildungswerkstatt. Oder unsere Ausbilderding. Dann gehen wir doch gleich mal zu ihr. Wieder zurück? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Ich habe ihn morgen gefunden und ihm die Halskette gegeben. Wirklich? Wie hat er reagiert? Er hat es tapfer aufgenommen. Er wollte sogar, dass er dieses Buch bekommt. Freut mich, dass er nicht am Boden zerstört war. Wollen wir nun einen Blick in das Buch werfen? Die Kunst des Krieges. Hat er es also am Ende doch gefunden? Das ist ein sehr wertvolles Buch, mit dem ich euer Training noch weiter verbessern kann.
Informiert bitte Sasan. Sie wird wissen, was ich brauche, um diese Arena auszubauen. So. Very nice. Da kann ich noch nichts Quest. Ich bin bereit für eine weitere Runde. Was beschäftigt euch? Ihr scheint irgendwie abgelenkt zu sein. Tut mir leid, ich habe an meine Schwester Kali gedacht. Sie gehört zum Schwarzen Ring. Wie bitte? Klingt unglaublich, ich weiß, aber es ist leider die Wahrheit. Meine Schwester, sie ist ein Monster und ich wünsche mir ihren Tod. Kali ist nur auf Macht aus, alles andere zählt für sie nicht. Und dafür hat sie unseren Vater getötet, der ein berühmter Waffenschmied im Dienste der göttlichen Paladine war. Sie entriss ihm Myrtos, das Schwert der Macht. Ich komme nicht an sie heran in ihrer fliegenden Festung. Aber ihr seid stark genug, um ihrem bösen Leben ein Ende zu machen und mir das Schwert zu bringen, damit mein Vater gerecht wird. Tut dies für mich, und ich werde dafür sorgen, dass die Macht des Schwertes den Glanz eurer Arena noch weiter vergrößert. Ich werde auf euch warten. So. Thronsaal. Mal mit Sasan quatschen, die müsste auch noch was, mit denen müssen wir jetzt Bescheid geben, dass die Arena zum Verbessern ist. Und wir können unsere Ding hier mal ein bisschen aufpushen. Und unseren Trankmeister müssen wir mal die Formel da reindrücken. Ja, mein Gebieter. Moos hat gesagt, dass Marina bereit für eine Verbesserung sei. Das ist sie. Ah, bei der haben wir jetzt auch neue Fertigkeiten gekriegt. Bis okay. Da. Hätte aber gemeint, dass wir noch Fertigkeitenpunkte jetzt gekriegt hätten, so ein Fertigkeitenbuch vor der Herr Moser. Oder passiert das erst beim zweiten Quest, wenn wir für die abschließen? Wieder zurück? Ich bin bereit. Ich werde auf euch warten. Altes Pergament, Questgegenstände, Vorräte. Okay, haben wir trotzdem wieder fertig kein Buch gekriegt. Ohne dass es sich angezeigt hat. So, Level 19, 22, wa? So, jetzt können wir hergehen. Wieder zurück? Klar, was hätte natürlich. Wieder zurück? Ich bin na dann los. Zwar. Tödlicher Angriff. Weil jetzt können wir nämlich auch die Maximalstufe dafür erhöhen. So, gehen wir mal raus. Weil ich aber noch zum Nekromantenring wollte, um eine den ganzen Scheiß ein bisschen zu verkaufen, die wir nicht mehr brauchen. Schild brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Das war jetzt die... Von Alleroth, das wollte ich aufheben. Weg. Lebenspunkte, Mana. Ohrringe vom Erzmal möchte ich auch mal aufheben. Und sie brauchen gescheiten Torso wieder. Die nehmen wir einfach mal mit. 110 Nahkampf, schaut ihn auch mal mit. Schön. Möge der. Darf ich das Blut fließen lassen? Wir werden sie zu. Stützen und schneiden und schneiden. Jetzt haben wir diesen fetten Schaden dazu gekriegt. Und der Torso verbessert die auch. Einmal frei. Ach.
Schön euch. Möge der. So. Nee, zum Thronsaal wäre jetzt blöd. Dann müssen wir noch mal zum Alchemisten. Nimmt er an uns die Rezepte ab? Beim Göttlichen, was für ein Tag. Wunderbar. Geringe Gewandtheit. Tränke Drachendorn bräuchte man. Schauen wir, was ich noch fürs Anselms Getränk brauche. Das war jetzt die Trainingsarena. Scheiße, Bezauberung. Nimmt uns der die anderen Rezepte ab. Ich muss weiter trinken. Deswegen bis später. Ich muss weiter trinken, cool. Thronsaal, ich muss den anderen, den Sammler mal ein bisschen losschicken. Anselms Getränk. Heiliges Basilikum, schwarze Rose, Flüsterholz. Bräuchte man noch Erdwurzel. Hier habe ich eure exzellente Zutat. Es war mir eine Freude und Ehre, wie ihr befehlt. Da müssten wir doch alles haben. Soll der mal was brauen, der Drecksack? Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Wir müssten jetzt eigentlich überquellen, vor lauter Klump. Das hier, ja. Basilikum, Ginseng. Ich sag nicht mehr, was wir genau brauchen. Schwarze Rose. Erzwurzel habe ich drin. Wahrscheinlich Feder, Eichentränen. Genau, haben wir doch. Beim Göttlichen, was für ein. Ich habe, schön, ich habe die Zuhörer für das Anselmsbräu. Ihr habt sie tatsächlich. Ich habe eine Zutat vergessen zu erwähnen. Drachendornblätter. Ja, genau. Es tut mir so leid. Vergebt mir bitte. Ich bin manchmal so vergesslich. Gut, ich werde euch Drachendorn besorgen. Wirklich? Oh, der göttliche Beschützer. Ja, das nehme ich noch nie gemacht, das Zeug. Aber ich glaube, das sieht man. So. Müssen wir jetzt erst einmal warten, bis der Typ wieder kommt. So, dann gehen wir mal raus hier. Viel haben wir verkauft, das ist in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir unseren nächsten Partner ein bisschen dran, ein bisschen ein paar Goblins abzuschlachten und hier weiter durchzumetzeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Divinity 2. Ciao!